eine komplett einsatzfähige Mannschaft ein Privileg für einige freiwillige Feuerwehren in Bayern. Vor allem auf dem Land haben diese mit geringen Mitgliederzahlen zu kämpfen. Dieses Problem gibt es auch in Tauchersreuth bei Lauf. Hier im ehemaligen Feuerwehrhaus wurde 2016 abgestimmt. Das Ergebnis? Die endgültige Schließung der Feuerwehr. Hermann Herbst war 14 Jahre lang Vorstand. Das wurde schon in den letzten 3-4 Jahren vor der Schließung, haben wir gemerkt, dass die Beteiligung immer geringer wurde. Und zum Schluss mussten auch viele Übungen abgesagt werden, wegen zu geringer Beteiligung. Und irgendwann war es uns, also dem Kommandanten, auch mir zu dumm, haben gesagt, das hat keinen Zweck. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Feuerwehr. Mit diesem Problem setzt sich Alfons Weinzierl täglich auseinander. Ja, die kleinen Feuerwehren am Dorf draußen, das bekommen wir auch immer wieder als Information, haben teilweise natürlich schon Probleme, auch dahingehend wegen Auspendler, weil viele nicht mehr in der Ortschaft arbeiten, sondern auswärts arbeiten und damit unter dem Tag natürlich Probleme haben mit der sogenannten Tagesalarmsicherheit. Es muss also gewährleistet sein, dass tagsüber genügend Leute im Notfall ausrücken können. Die Zahlen der Freiwilligen Feuerwehren in Bayern sinken seit Jahren. Mehr als 200 Wehren mussten seit der Jahrtausendwende schließen. Bei den Mitgliederzahlen sieht es nicht anders aus. Die Freiwillige Feuerwehr in Jengen im Allgäu hatte früher auch Probleme mit einer geringen Übungsbeteiligung und konnte bei Einsätzen teilweise nicht vollständig ausrücken. 2018 haben sie das Problem gelöst. Die aktiven Kameraden sind aus gesundheitlichen Gründen, beruflichen Gründen und vor allem aus Altersgründen ausgeschieden. Und es kam natürlich kein Nachwuchs mehr nach. Die zwei Komponenten waren das Problem. Und jetzt haben wir 2017 mit der Mitgliedergewinnung angefangen. Und die Früchte tragen wir jetzt seit dem Herbst 2018. Eine Verbesserung, die man in ganz Bayern beobachten kann. In den letzten Jahren haben der Rückgang der Aktiven stagniert. Also wir haben in dem Sinn keinen großen Rückgang mehr, sondern wir können die derzeitigen Zahlen halten. Gezielt bewerben muss die Feuerwehr selbst. In Jengen haben die Freiwilligen Anzeigen auf ihrer Homepage geschaltet und Flyer verteilt. Doch nicht nur das. Die entscheidendste Säule war natürlich der persönliche Kontakt zu den Bürgern. Also wir sind bei Festlichkeiten sind wir hingegangen zu den Personen, haben sie angesprochen. Einer der Neuen ist Stefan Epp. War ganz unverbindlich mal zu einer Übung da und dann war sofort klar, ja, das ist es, das passt. Es ist selbstverständlich ein Aufwand, aber das geht. Also ein Arbeitgeber versteht das in der Regel und die Familie muss mitspielen, sonst wird es nicht gehen. Die Bürger in Jengen können sich also jederzeit auf die Freiwillige Feuerwehr verlassen. Tauchersreuther müssen auf eine andere Lösung zurückgreifen. Gut, wenn es wirklich brennt, sind wir angewiesen auf die umliegenden Feuerwehren. Wir haben hier im Umkreis von 3 Kilometern 4 Ortschaften mit einer funktionierenden Feuerwehr. Allerdings haben die auch schon Probleme, Freiwillige zu finden.